ich nicht hier weggehe, war es das heute. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeigt sie ihm deine Brüste, Olivia. Willst du das wirklich online stellen? Moin! Er kommt wirklich mit Kamera rein! Natürlich, was denkst du denn? Moin, Stiggy! Wir Hausen! Das mockt aber, Junge, Junge. Mockt? Das habe ich auf dem Video nicht gesehen. Da habt ihr die alle da selber hingestellt, die ganze Schnappes. Warte. Denkst du, was vom Hotel so? Aber wenn du besoffen. Juch. Das kannst du dir nicht geben, wenn du besoffen hast. Wenn du das siehst. Moin. Moin, Stiggy. Das Problem ist, das siehst, mich dreht's. Also das Schlimmste war das Ding da unten. Das, mach das an! Ach, ich dachte, ich hab einen Sitzen. Das ist ja wie bei Modern Warfare, die Ofi uns günstiger. Ja. Ich dachte, ich hab komplett einen Sitzen. Den hattest du bestimmt auch, oder nicht? Ah, ja, beides. Es hat sich einmal in die Richtung gedreht im Kopf und einmal in die Richtung gedreht hat sich das Ding. So Giovanni, der Friseur heute? Safe, ja. Ich bin der Roberto. Ich zeige euch jetzt, wie man Haare färbt. Oder wie man es auch eben nicht macht. Latten gerade. Noch nie hat der Haare gefärbt. Sieht der mal gut aus. Ja, genau so, einfach in der Zeit. Siehst du wie aus wie ein Scheißfriseur? Vielleicht bin ich gar kein Bahnfahrer, sondern einfach der Friseur. Oder Manuel Neuer. Im Schädel ist blau und auf dem Schädel ist blau. Ja! Was ist das Saufen am Zirpi? Seht ihr den Zirpi? Ja, ich mache heute Videos auf dem Zirpi, weißt du? Einmal so ein bisschen die FIFA-Decke abgedeckt, dann eine normale Straßenumfrage und dann fressen wir beide den Sürströmming. Nee! Wieso denn nicht? Ich kotze. Wir stehen das zusammen durch, okay? Das wird lustig. Ich hab sogar extra einen Dosenöffner dabei. Ja, dann bis später, ne? Bis dann. Ciao. Brauchen wir einen Fernseher? Also ich hab noch Platz in der Tasche. Oh, nee, mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Wenn kein Erdbeben kommt, passiert nichts. Ja, aber genau dann kommt eins, das erste Mal in Deutschland einfach. Oh mein Gott, Erdbeben. Hängt sie auf den Sportakkus. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Hier vorne hat er jetzt noch ca. 300 Stück. Und da haben wir noch Gründe von damals, die alten guten Zeiten. In jeder Ecke gibt's eine Geschichte hier. Da haben wir gestern rote Beete gehabt. Hier ist meine blaue Haarfarbe. Und darüber müssen wir nicht reden. Digga, was säuft er denn am Morgen? Ja, hallo wieder, Ding. Du musst auch probieren. Ich trinke dich. Der hat aber recht. Ich schwöre auf alles, das geht. Prost, ihr Säcke. Prost, du Sack. Jetzt auf den Fax. Das geht ehrlich. Ja, da schmeckt's auch einfach nur gut. Also, das kannst du gefühlt extra Zeug. Ich hab nur an den Jäger gedacht, aber es schmeckt überhaupt nicht nach Jäger. Testen sie. Kameramann. Und? Ja, schmeckt in Ordnung. Also, jetzt wackelt die Kamera und sagt. Ey, auf einen Spannenbauch zu filmen. Also erstmal gleich was fressen und danach ein bisschen reinschießen und dann los. Wir müssen uns ja warm trinken. Imagine, tease mich so ab, dass ich nur am Leiden bin und du machst das extra hingekommen und ich bin komplett Feierabend. Dann schreibe ich irgendwas in den Untertitel. Check die Shaya mal ab. Ja, okay, man sieht den Dreck vom Spiegel, also ohne Blitz. Und einfach eine Bitte reinfällt. Und hier war das voll alles, ja, oder was? Ja, gestern war alles voll. Hä? Alles. Wir haben gerade einen Kulturschock. Ah, normalerweise ist hier Rambazamba, aber hier ist ja gar nichts. Nur ey, warte, ich will meine Sonnenbrille aufziehen. Die Mala. Wo ist dein Baseballschläger? Ach so, ja, den habe ich vergessen. Ah, darf man nicht auf Zirkel nehmen, hast du nicht in der Hose, oh wee, oh wow. Ey, lass da mit den Oma! Scheiße! Okay, nicht einmal. Hier ist nichts los, aber es ist lauter als gestern. Julia, das packst du in den Receiver zum Beispiel doch rein. Ein HDMI-Kabel. Du willst mir erzählen, du hast kein HDMI-Kabel. Ja, fragt der Papa. Wir haben die PS5 für zwei Controller, wir haben den Fernseher abmontiert, wenn du hier in unser Zimmer kommst. Zum Test. Wir brauchen halt nur ein HDMI-Kabel. HDMI-Kabel ist doch nicht alt. HDMI-Kabel ist das Ding, das geht in eine PlayStation 5 rein.
Pass auf, komm, jetzt gab gerade. Wir bechern uns heute ein in die Binse. Bis gleich. Jetzt knallt's. Der sieht ja scheiße aus. Ja. Er sieht aus wie Griffin. Er ist sehr schön. Ich glaube. Hast du denn auch einen langen Zauberstab dabei? Wie viel Zentimeter? Wie viel Zoll? 28? Wie viel Zoll? Weiß ich nicht, hab ich ihn abgemessen. Stecke ich ihn in den Arsch. Was ist das? Der Promilletester. Wir haben ja schon Augenwerfen gekostet. Was ist das denn? Das sind Ersatzstäbchen. Aber warum so viele verschiedene? Weiß ich nicht, weil es nur den Paket. Was ist das? Keine Ahnung, hab ich einfach mitbestellt. Das sind Schrumpfschläuche. Schrumpfschläuche, was ist das? Damit verbindest du Kabel. Geht doch auch damit rein irgendwie, oder? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Hat doch was damit zu tun. Nein. Hast du jetzt einfach Lötverbindung? Ja, du willst ja einen reinlöten, aber da bringen Lötverbindungen auch nichts. Munitionsgürtel anlegen. Anlegen, nimm mich! Da geht's hier hoch, da muss der hier hoch. Boah. Sonst ist es nicht lustig. Digga. Sind vier Gürtel, Jungs. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot und dieses Gummiboot. Bengalo dabei. Und Konfetti-Shooter, falls es ganz wird. Jetzt. Ja, bist du früher. Der ist doch hinten am Dom, der reicht überhaupt nichts. Guck ihn dir an, den Tourist. Ja, jawohl! Was ist er für ein Bruder denn, dieses verurteilte? Jawohl, ich hab mich selbst Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, seitdem ich da mal eine ganze Flasche durch einen Schlauch gedonnert hab beim Trichtersaufen. Ist die Frage, durch was für einen Schlauch, ne? Durch meinen. Samo. Ja, Baby! Woo! Irgendwelche Random Metals davor gehört, dass sie Kondome ausgetauscht haben und so weiter. Ich meinte so, ja, wollt ihr denn den sehen? Die so, boah, den kennen wir oft genug. So, ich so, nein, glaub mir, der stinkt wie ein großer. Also wirklich. Ne? Immer derselbe Spruch. Die wollten nicht mal Puller sehen, ne? Ich hab den alles angeboten, die wollten den nicht sehen. Was hat und, pass auf, am Ende, ich hab 30 Minuten Shit-Talk mit denen gemacht und am Ende. Ja, bekomme ich eure Nummer jetzt? Und ich so, nö. Ja, perfekt. Erzieh, Digga, noch erzieh. Yes, durchziehen! Komm! Noch ein! Oh. Ey, nein, mein Bauch! Nein! Du hast ihn abgemacht! Weißt du noch, wer Johnny Walker mit Cola will, kalt gestellt? Bier frisst. Ey, Paul, wir werden morgen auch nur noch Jackies auf. In dem Gelände. Ja, er gewinnt zu drei. Digga, der ist so gut, ey. GG's! Oh, komm on. Ey, guck mal, Pauli! Er hat drauf gewinnt, so einfach. Ey, macht das eigentlich was, wenn du es ins Auge so? Nein! Das Laser. Es ist nur wie ein Disco-Laser. Nee, Digga! Das ist kein Disco-Laser, das ist ein normaler. Ey, mein Auge piekt hier so. Digga, hast du gerade nicht Paul? Ey, Paul, du hast ja schon Paul. Einmal hintereinander gewinnt. Wir beide in der Hand, aber denk an eine Schüssel, ja? Was? Denk an eine Schüssel. Oh. Nein, richtig! Was denn? Oh! Digga, es ist so eklig! Es riecht so eklig! Er schlägt so in den Kopf in die Schale rein! Digga, voll! Schnell der Anschluss! Alter! Am dritten hol ich meinen Pimmel raus. Nein! Mann, nein! Das war Spaß. Das wollt ihr nicht sehen. Das wollt ihr nicht sehen. Digga! Ja! Alter, ich komm mal gerade einmal titten, hä? Was ist das? Was ist das? Weil die irgendwelche Stick auf ihren Nippel hat. Okay, ich muss jetzt irgendwas, ich muss performen jetzt. Ey, das ist wieder Zeit, Zack, wie ist Paul? Jetzt zieh doch mal dein T-Shirt hoch. Ich finde das Niveau hier super. Die Mische ist ehrenlos. Kiba ist Muri. Ich finde es so lecker. Ich finde es so lecker. Hier ist die Schmerzgrenze, da machst du Wodka rein, da machst du Saft rein. Kiba in dem Sinne. Schönen Abend noch! Schönen Abend! Ciao!
Aber jetzt mal ehrlich, also wie schnell der Sauerstoff hier drin weg ist, ist der und raus! Überlast! Moin, meine Kollegen, die Freunde, herzlich willkommen! Prost, auf uns alle! Auf Karneval! Sie wollen jetzt von mir Rap? Team Rocket kriegt Rap. Wir geben dir drei Wörter. Volles Bett, volles Brett. Es gibt einen Baseballschläger auf dem Deckel. Was sagt ihr? Schlecht. Kann sich verbessern. Ich bin ehrlich, ich bin kein Rapper. Was bist du denn? Eine Miete? Wir sind im Block drin. Was gibt's jetzt? El Tonaro. Also ein Tornado sehe ich da nicht. Ist gut, aber Hauptsache weggeknallt. Oh ja. Sag mal. Ich bin doch nicht was. Oh, das ist der Ausraster nur. Wahnsinn! Was hier los ist, doch! Ja, das war weiter so. Genau so. Ohne Witz. Ich wünsche euch noch einen geilen Abend. Geht ja noch, oder? Geht so. 08? Ja, ist ein Human. Ey, hier Foto! Oh ja. So, da vorne runter ein bisschen noch und dann rechts ist es. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia, zeig sie mir deine Brüste, Olivia. Deine Meinung zu meinem Outfit? 10 von 10, ich hab Peaky Blinders zwar nicht gesehen, aber sieht elegant aus. Check die Chaya mal ab, von oben bis unten. Welcher Part gefällt dir am besten? Der Hut. Die Dame ist als... Können Sie es erkennen vielleicht? Hey, what's poppin'? Du hier! Natürlich bin ich hier. Oh mein Gott! Achso, du machst gerade ein Video. Mich bitte rausschneiden, ich bin zu betrunken. Oh nee, Digga. Witzka, oder? Na, natürlich kenne ich die beiden. Leverkusen-Fan erstmal. Das. Und hier der Baseball. Jawohl! Let's go! Thomas Shelby. Willst du das wirklich online stellen? Wir werden alles rauskarten. Willst du einen besoffenen Blog posten? Bin ich besoffen? Nein! Guck mich gerade so kritisch an. Weil ich voll nüchtern bin, deswegen. Da musst du ja nachholen. Ja! Mensch, Noah, wie wär's denn, wenn du der Dame mal zu trinken anbieten würdest? Okay. Ich will jetzt mal einen Hotdog, du schneidest alles raus. Ja, alles.
Wir wollen in die Sportsbar. Problem ist, hier dürfen wir nicht mit den Bechern rein. Heißt, wir zimmern die weg. Tschüss. Lasst es euch schmecken. Matthäus, der Bierkranz ist da. Bei ihr ist Stefans Kumpel. Moin, Meister. Ja, aus dem Flamingo, woher sonst? Ja. Guck mal, er ist gespawnt, ich bin gespawnt. Passt doch! Einfach aus dem Nichts gespawnt. Alter, wir haben uns gefragt, wo er ist, der war weg. Ey, Bro, der wurde von irgendwelchen Zuschauern in oh nein, jetzt geht das. Mich dreht. Dann morgen. Morgen. Lass mich fehlen. Wo fährst du hin? Nach Köln. Das ist euer Untergang. Die verlorene Münze. Er hat auch schon wieder. War nicht mal zu Hause, Alter. Ich bin in die Bar rein. Ich habe zum Kameramann gesagt, alles, was jetzt passiert, wird nicht mal auf Kamera aufgenommen. Du kannst das Ding wegstecken, jetzt Shepherds. Er völlig motiviert in den Schuppen, ich völlig motiviert in den Schuppen. Dann kommt der Eggers mit dem Kölschkranz und wir, bub. Wir, ich glaube, ich habe innerhalb von der ersten Minute, wo ich habe nur das Hallo gesagt, habe ich schon vier Kölsch drin. Dann hat es komplett gekracht, ich weiß noch. Dann gibt mir er, Eggers Kater, seinen Vater, hat übrigens gewürgt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn jetzt nicht an die frische Luft geht, an die frische Luft geht, gehen die Lampen aus. Ich wollte Richtung Hotel, bin auf der halben Strecke stehen geblieben und dann Karussell sein Urlaubsfahrer. Ich dachte, ich bin auf dem Rummel. Ich wusste, ich kann mich nicht weiter bewegen, aber ich wusste auch, wenn ich nicht hier weggehe, war es das heute. Und dann kam Abonnenten, die haben mich bis ins Hotel getragen. Und dann bin ich auf die hier in der Lobby gestoßen. Die haben mich wieder hochgebracht ins fünfte Stock. Dann wurde hier Wiederbelebung aktiviert. Einmal eine Terrine runtergeschlürft, wieder rausgekotzt. Es ging genauso schnell rein wie raus. Und dann habe ich was noch gemacht? Ich habe die scheiß Wasser gesoffen. Wie ein Verrückter. Ich glaube, ich habe 3 Liter Wasser gesoffen und alles wieder rausgekotzt. Und dann war es super. Ja, gleich ist 11:11. Was ist denn mit dir los? Bruder, zitter nicht. Anstoß, it's Matchday. Bist du am Scheißen? Ja. Feierabend. Digga, du guckst auch in 8 Richtungen, oder? Digga, bei dem ist es so krass. Ne? Ey, hast du seine Insta-Story letztens gesehen? Ja. Digga, kreuz und quer geguckt. Guck ihn dir an. Der beschwert sich einfach. Den Bierkostüm. Was haben sie gesagt? Trost. Ja, voll hier. Ich so, ja, wir sitzen hier seit einer halben Stunde. Ja, ihr kommt gleich. Wir haben sie nicht vergessen. Packt rein, was ihr habt. Nochmal. Ja, er kommt direkt mit dem fettesten Teil ja, hier. Eine Dose Bier, ne? Volles Mett. Volles Mett. Da musst du aufhören, wir sind in der Völkerwanderung. Hallo. Mach, hau raus. Ja. Ich hab erst mal überlegt, Alter. Ich hab drauf gezeigt sogar. Hast du sogar wirklich drauf gezeigt? Ehrlich? Ja. Nein. Ich war bei Sarah und entschieden. Halt die hier. Jawohl. Einmal drüber alles. Drüber, drüber. No. Jawohl. Jawohl. Ist alles drunter. Ja. Das ist richtig. Oh, oh, geisteskrank. Oh! Ah! Ja, für die Lippe! Bitte! Was habt ihr jetzt? Was habt ihr auch? Alles drunter! Alles drunter! Bitte sag mir, das ist drunter! Mann, bist du doch? Oh. Bist du geistig? Ja! Richtig drunter? Ja, abwechselnd. Drüber? Ja. Noah! Das ist drunter, ne? Nein! Immer die letzte Karte machen! Scheiße! Und Schlägst du schon, komm, bis eins. Schlägst du schon mal.
Ich hab vergessen, was Schnickzack Schnuck ist. Es gibt Stein, Schere. Das ist übrigens Stein, nee, das ist Stein. Für dich, das ist Stein. Abfahren! Schnick, schnack, schnuck, wir bitten drüber. Leider falsch! Ich hab noch gecallt, Digga! Ich hab noch gecallt! Also, das ist jetzt so. Du bist Wale! Scheißkind! Du schreibst! Ich hab noch die ganze Flasche gekillt. Mach das Räuchern, Baddy. Wir müssen pusten. So, jetzt runter, runter! Ja! Endlich! Komm her! Ey, es ist unwahrscheinlicher 30, ich versuche es nicht zu schaffen, als es einmal zu schaffen. Dem geht's gar nicht mehr gut. Hä, aber der war doch relativ locker am Flamingo. Der hat die Flasche gekauft, aber nicht so viel getrunken, weil er hat, ne? Aber es hört sich nicht gut an. Ohne Kater sein Vater geht ein Abend gar nicht. Ey, aber gut, ich bin ehrlich, ich verlange von Eggers da ein Monatspaket. Kein Torschuss davon. Ja! Tschüsschen. Grüßterle. Einfach mit an der Verrückte. Guck dir mal bitte an, welche Zahl ich getroffen habe. 28, Bro. Dino, ist das ein Zeichen? Das geht schnell. Oh, 0 kommt fast. 36, oh, jeder muss. Hallo, Shepard. Wer? Ey, wir müssen wieder. Ist aber nicht gefährlich. 26. Alles ja scheiße. Alles Ding ist durch. Mach weiter, Noah, mach weiter. Jetzt aber, jetzt direkt. Was macht er da? Ja, die Taktik. Was ist das denn? Ja, er hat dich auseinandergenommen. Aber du. Grüß dich. Was machst du denn da? Sag mal, knall ich denn? Ja, hör dich auf. Junge, ich will kein Sahnebier, Digga. Jawohl. Trotzdem. Oh. Wir nehmen die aus. Go! Zwei Leute, die blöd verfangen. Ja! Jawohl! Die übernimmt! Wir haben 5 Punkte erreicht, die Männer haben 5 Punkte erreicht und die, also Schmiedi und Matschnitzer, am Ende des Tages 6. Heißt, sie müssen in den Streaming genau jetzt sich ihnen einverleiben. Ich aber nicht, weil ich muss los. Schade aber auch. Er haut ab und ich muss diesen Fisch. Aber ich sag's euch, wie es ist. Leonardo! Oh, Maschinistro! Alles! Alles! Darf man das filmen? Nur! Krass! Freunde, ist der Wahnsinn! Jungs! Zieh dir die Nase! Meister, hör zu! Hör zu! Ja. Wenn wir kotzen, musst du weg! Boah! Ach, boah, es ist so eklig! Warte! Müssen wir hier? Hey. Ja, ich bin dabei! Komm! Bolle! 3, 2, 1! Alles gut, alles gut! Ist der mit! Bolles mit! Da habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Selbst die Leute da hinten beschweren sich. Das ist jetzt durch. Jeder beschwert sich hier. Guck mal, wie frei es hier ist. Weil keiner Bock auf den Gestank hat. Außer unsere Gruppe. Da hinten sind Leute. Da hinten sind Leute. Und rum's rein. Nicht auf die Playstation kommen. Ey, zwei Schluckchen. Wie ich drehe. Der Blinde. Jawoll. Applaus. Zaubertränke, die ich in Hogwarts Legacy bekomme. Genau. Jetzt knallt. Ja, rein damit. Die Lampen gehen aus. Hier. Oh, mein Gott, das ist ekelhaft. Boah, ist das ekelhaft. Hallo.